Nach dem Aus der Spice Girls war sie die erfolgreichste. Melanie C., auch Sporty Spice genannt. Heute war sie hier bei RTL auf Stippvisite und plauderte mit meinen Kollegen Viola Rodemann und Kina Amour ganz offen über Essstörungen, Babyglück und die Wahrheit über Victoria Beckham. Goldig und glamourös, das trifft am besten auf unsere Besucherin vor 3 Stunden in der Exklusivredaktion zu. Ich heiße Melanie C. Ich werde mich jetzt aber nicht weiter auf Deutsch blamieren. Die 37-jährige Britin ist auf Promotour, denn heute erscheint ihre neue Single Rock Me. Das Album folgt im September. Außer dass das Lied der Titel der Frauenfußball-WM ist, hat Melanie C. heute kaum noch etwas mit dem einstigen obersportlichen Spice Girl-Image zu tun. So schön und erfolgreich die Zeit mit Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Brown und Jerry Halliwell auch war, hatte sie auch ihre Schattenseiten. Jerry wurde magersüchtig und Melanie C. litt unter der Essstörung Bulimie. Heute, 10 Jahre später, kann sie offen darüber reden. Ich habe Schuldgefühle, weil ich zu Spice Girl-Zeiten manchmal deutlich untergewichtig war und ich ja auch eine Vorbildfunktion für Mädchen habe. Deshalb rede ich jetzt darüber. Es war kein gesundes Image. Sie selbst sagt, ihre 2-jährige Tochter Scarlett hat ihr das Leben gerettet, weil die Schwangerschaft sie vollständig geheilt hat, was die Essstörung betrifft. Aber auch ihr jahrelanger Partner Thomas Starr hat viel zu ihrer Genesung beigetragen. Bandkollegin und Melanies heutige Freundin Victoria Beckham bekommt nach 3 Söhnen im Juli auch endlich eine Tochter. Aber die beiden verbindet noch mehr. Sie ist großartig und unglaublich lustig. Sie ist einfach ein cooles Mädchen und wenn sie zu Hause ist, läuft sie nur in ihren Jogginghosen herum. Kaum vorstellbar bei Victoria Beckham. Aber wer hätte auch gedacht, dass Melanie C. eines Tages ihre Jogginghosen zu Hause lassen würde und mit goldenen High Heels zum Interview anreist.